Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Skylander Swap Force Let's Plays. Ich bin Rektalin. Ich bin Soivo. Und ihr schaut wie wir Games for You. Haben wir das nicht schon gesehen? Ja, das ist ja der Kram, der Ende halt dann, ne? Von dem Ding. Da haben wir doch genug gehört gehabt. Okay. Und das müssen wir uns jetzt nochmal angucken, oder? Sieht so aus. Da immerhin anscheinend nicht viel. Wir müssen die Sachen auch irgendwie hier absetzen dann. Was? Ja, diese Relikte, die wir gefunden haben, wenn wir jetzt da sind. Was für denn wirklich was, aber okay. Dank dir ist der alte Flashfin in Sicherheit und seine Macht ist nach Holzhausen. Das haben wir aber schon gehört. Die Häuptling hat gesagt, dass es genug Magie gibt, um einen Freund von dir herbeizurufen. Genau. Du solltest sie beim Lufthafen besuchen. Und da hat man dann aufgehört nach dem Gebabbel. Ja. Als es Richtung Lufthafen ging dann. So. Falls wir uns einfach einen aussuchen dürfen, dann müssen wir bei Amazon gucken, welcher der teuerste ist. Achso. Ah, dann komme ich auch mal dazu. Ich bin nicht zimperlich. Ja, alles klar. Ich bin nicht zimperlich. Die Frage ist, wo müssen wir diese Teile dahin machen? Hier auf diese Podeste, glaube ich. Guck. Das kann ja so blinken, ey. Das blinkt ja so ein bisschen schon. Oder? Nee. Vielleicht noch nicht. Gehen wir mal hier außen rum, gucken hier mal noch. Vielleicht auch in dem Hauptgebäude, wo die Häuptlinie ja drin ist. Aber wir könnten gerade mal wegen Skill noch gucken, ne? Willst du jetzt gucken? Ja, wenn wir hier schon hier sind. Ah ja, stimmt schon. Du hast ein Tann. Oder was steht da auf dem Hammer? Ja, die Tonne halt, ne? Okay, achso, bei den Swap-Dingern mussten wir ja beides machen, ne? Machen wir mal oben. Drücke Dreieck, um deine Gegner zu beißen. Oh, HP regenerieren, das ist gut. Das ist schon cool eigentlich. Denke ich. Machen wir auf jeden Fall mal. HP regenerieren ist gut. Ja. Schläge bewirken mehr Schaden, das ist ganz schön teuer. Kann ich mir gar nichts mehr leisten. Du hast ja auch nur 296, das lohnt sich fast gar nicht. Ja, stimmt schon. Gehen wir mal hier oben gucken. Oh ja, da ist was. Ja. Hehe. Das sind aber doch hier, der Trophäenraum. Das muss doch für irgendwas gut sein. Ja, ich weiß doch, vielleicht muss man, ich weiß nicht. Naja, irgendwann werden wir es schon finden. Gehen wir mal zur Häuptlinie, würde ich sagen. Nee, ich würde jetzt erstmal hier rumgucken. Ja. Ich würde das jetzt erstmal in Ruhe angucken hier. Katze! Wir sind mal bei 3, ne? Das wäre so blöd, ne? Willst du den Couch kaputt machen? Hier unten noch? Nichts, okay. Kaputt irgendwie, wahrscheinlich wird das freigeschaltet. Kann gut sein. Nach meiner Meinung kannst du pro Sockelding etwas aufstellen. Gehen wir mal hier oben rein, vielleicht sind die auch hier in dem Hauptgebäude drin. Vielleicht geht das nur der Reihe nach oder so, dass du erst bestimmte Sockel irgendwie benutzen musst. Ist das hier? So, was haben wir da? Ah, okay. Reicht mir jetzt langsam mit der Kasse. So was hier wieder. Okay, ich bin grün, diesmal. Das haben wir doch schon mal gemacht, oder nicht? Geht das nur einmal am Tag oder so? Scheiße, ist egal. Okay. Alter. Immer wenn wir anfangen, irgendwas zusammen aufzunehmen, ne? Diese scheiß Katze, Mann. Voll lustig. Ne, drüben noch was? Da ist noch. Diese Kiste zu öffnen, Erde. Müsst ihr den Crusher nehmen? Ja, okay. Ja. So, Crusher, wo bist du denn? Hier, guck mal, Crusher. Zeig mal, was du kannst. Das ist Crush Hour. Crush Hour. So. Kein Problem, wird gemacht. Du hast jetzt ganz schön was bekommen, ne? 500 oder so hast du jetzt mehr? Ja. Wechseln wir direkt wieder. Wollen ja so ein bisschen die anderen auch mal leveln. So. Schaden kannst du auf jeden Fall nicht. Ganz schön lange gebraucht gerade. Irgendwie schon. Ich wusste sofort, dass es Untot und Wasser ist, aber mehr auch nicht irgendwie. Was hier hinten vielleicht noch? Ja, das war doch das, wo die Häuptlinie war. Das ist der hier Raum sozusagen. Okay, kann man sonst hier nichts machen, oder was? Nee. Okay. Bisschen blöd. Weiß, wo gehen wir denn jetzt hin hier? Funktioniert ja nicht. Ne, geht gar nichts. Vielleicht muss man die irgendwie über das Inventar oder so aufrufen oder sowas. Keine Ahnung, was ist das hier?
Achso, das ist der Laden, ne? Ja. Der Hüteladen halt, ne? Ja, genau. Vielleicht bringt die hier irgendwas. Ich war eben im Tax-Einkaufsparadies und habe ein paar schicke neue Glücksbringer mitgebracht. Du siehst ja, dass sie die hier irgendwo aufstellen sollen. Ja, es gibt keine Ahnung wo halt, ne? Oh, es hat sich gelohnt. Eigentlich können es nur die Teile sein. Ja. Gibt's doch gar nicht. Vielleicht geht's von der Story her noch nicht. Ja, dann würden die es ja nicht jedes Mal erklären, wenn du die Dinger findest. Keine Ahnung. Und erzählen, dass du es aufstellen sollst. Oh, hier können wir uns durchgucken, ne? Ein bisschen was. Das war's doch, glaube ich. Das finde ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht muss man es ja wirklich über das Menü dann machen, wenn wir hier vor so einem Ding stehen. Ich denke, wir sollten aber jetzt wirklich mit einem Automaten reden. Wie ist denn das? Sammlung vielleicht, ne? Blitzer-Aura? Ne, das ist ein Hüte. Das sind Hüte. Sowas, das ist Schätze. Ja. Probier mal, ob du was machen kannst. Nee, ich kann nichts machen. Geht ja nur ansehen. Glücksbringer haben wir nichts. Schatzkarte, besiegen den Glücksbringer. Das ist doch die legendären Schätze, Mann. Ja, das können wir ja nichts machen. Ah, Swap Force Kombination. Was? 256 Kombinationen? Ach, leck mich schon mal. Ist das hier? Sieht gut aus. Da oben ist ein Schatz. Gucken wir aber noch nicht hin. Ist er noch weiter hoch geht hier? Ja, klar. Ich glaube, da irgendwas Cooles ist hier. Stimmt. Ah, hier ist so ein Ding, so eine Skill neuer. Okay, cool. Seelenstein gefunden. Der sieht ja cool aus. Ja. Hutloop. War ich kurz davor, den zu kaufen, ey. Hätte ich das gewusst. Ja? Oh Mann. Hutloop. Alles klar. Der ist geil, Mann. Ich finde den gut. Magie-Skylander. Ah, sowas haben wir ja noch nicht. Nee. Der ist cool. Muss ich sagen. Ja, schlecht ist er nicht. Ein unumstrittener Erfolg. Wie weit geht denn das hier noch um, ey? Wäre noch schlimmer als Guild Wars. Ja, irgendwie schon. Und hier oben kann man sie bestimmt gleich abgeben oder so ein Schwachsinn. Was denn das? Das haben wir auch schon mal gehabt. Das hatte erst weniger Kosten, war das. Ach so, ja, nicht, genau, ne? Stimmt. 2% weniger. Flügel ist dafür gefunden. Nochmal 2% günstiger. Das ist nicht zum Level. Ja, was ist das? Was ist das da? Die wahrscheinlich einfach nur zum Runterkommen wieder. Nehme ich jetzt einfach mal an. Hoffentlich. Ja, guck. Kopfsprung. Oh, jetzt, oh, was ist das? Haben wir eine Trophäe für bekommen? Hä, das ist was anderes hier. Ja, ja. Oh, oh, Labe nicht. Okay. Ja, dann machst du das da unten oder was? Okay, was zur Hölle? Leck mich mit. Was geht denn ab hier? Das ist ein bisschen kränk. Ja, hab mich runtergezogen gerade. Okay, was geht hier ab, Mann? Dafür gab's eine Trophäe immerhin, ne? Ja. Ganz schön krass schwer irgendwie auch. Ja, ein bisschen schon. Finde ich. Hier kann man nicht hüpfen. Nee, nee. Da ist ja so ein Portal-Ding drunter wie hier. Okay, Mann. Das ist ein Geschenk. Tatsache. Das hab ich gar nicht erkannt, ey. Krasser Scheiß. Was ist das für ein Hut? Das ist kein Hut. Das oder? Ist ein Hut? Nee. Ah, du setzt ja auf, wenn ich kann. Du musst, glaube ich, ne? Oder? Kann die ich hat noch keinen Hut. Steht mir, oder? Ja, ja, super geil. Das kann man doch nicht als Hut haben. Geht noch weiter hier, ne? Ja, ja. Ja, geht nur raus. Komm wieder raus. Oh Mann, der war gut, Mann. Das ist ein Schwachsinn. Jetzt hat der komische Drache einen. Ich komm nicht drauf klar, ne? Der ja, ist geil, ist bekloppt, wir wissen es. Der ist für beide Schüsse da. Dann gehen wir einfach zur Häuptlinie, würde ich sagen. Ja. Was ist das hier? Das ist doch, keine Ahnung was. Nix. Guck mal, wo wir hinkommen. Jetzt hast du aber Lust drauf, ne? Ja, warum denn nicht? Und das ist doch Schwachsinn. Super, das ist gemacht. Hier ist doch noch so ein Ding. Gib bestimmt wieder zurück. Wenn nicht, flippst du aus. Finde ich ja gut. Weiß ich nicht. Ich find's gut. Du weißt jetzt auch nicht. Reden wir mit der Tola. Guten Tag. Vielleicht ist auch das hier damit gemeint oder so. Ich weiß, wie du Meister Ion kontaktieren kannst. Ich Meister bin nicht so stark wie früher. Also kannst du mir helfen, ein wenig Magie zu wirken? Hm.
Indem wir Viereck drücken, oder was? Ja. Haben wir gut hingekriegt. Grundtemperatur. Aha. Vielleicht können wir da die Sachen abstellen. Nee, doch nicht. Das ist der Depp. Jetzt geh. Er möchte mit dir sprechen. Toll, ich hab gedacht, wir kriegen den gratis Skylander. Wie naiv ich doch bin. Allerdings. Sei gegrüßt, Portalmeister. Du und deine Skylander haben bis jetzt gute Arbeit geleistet. Und jetzt ist es Zeit, den nächsten Schritt auf deiner Reise als Portalmeister zu machen. So wie deine Skylander Stufen aufsteigen können, kannst du jetzt auch mächtiger werden. Hä? Dein Portalmeister-Rang erhöht sich, wenn du Sterne verdienst. Aha. Du kannst Sterne verdienen, indem du im Laufe deiner Abenteuer Missionen und Herausforderungen abschließt. Aha. Mal sehen, wie viele Sterne du schon verdient hast. Ja, sag mal. 3 Levelsterne freigeschaltet. 12 Ehrungen geschafft. Oh yeah. Was bringt uns das jetzt? Das erklärt er uns bestimmt noch. Sehr beeindruckend. Du bist auf dem besten Weg, ein großartiger Portalmeister zu werden. Alles klar, Ion. Portalmeister. Ziele der Story-Level abschließt. Aha. Swap-Zonen-Herausforderungen abschließt, ja. Erstellende Bonus-Missionen abschließt. Aha, die machen wir doch jetzt nicht, oder? Keine Ahnung, ja. Unterschied in Schwierigkeitsgraden vollständig abschließt. Gehen wir da hinten Fresse. Auf das Ding drauf. Das Portalteil? Ja. Okay. Kauf Sachen und kriegst mehr. Ja. Das wäre heftig, ey. Hier kannst du na gut, das reicht uns erstmal. Und dich über neue Missionen ja. Und Herausforderungen für dich und deine Skylander informieren. Skylander, das ist ein bisschen dreist. Ich habe tolle Neuigkeiten. Tessa und Snagglescale meinen zu wissen, wo diese schrecklichen Fisinatoren herkommen. Du solltest sofort zu ihnen gehen. Ja, hier was müsste es sonst? Aber nicht auch so eine Art Multiplayer hier geben oder so. Chaos weiterhin Fisinatoren produziert. Geh zu Tessa, sobald du für deine neue Mission startklar bist. Ja, sowas wie die Arena halt wieder, ne? Ja. Nehme ich an, aber das ist ja nicht hier in dem Menü drin, wir sind jetzt im Storykram. Ach so, ich hab gedacht, du kannst auch einen Storykram rausmachen. Das muss das Labor aussehen dann. Okay. Wo waren die denn hier irgendwo, ne? Du kannst mich jederzeit besuchen. Ich weiß ja, wie schwer es ist, sich von mir fernzuhalten. Ah ja. Der hat's schon drauf. Wir müssen herausfinden, wo diese Fisinatoren herkommen. Ich hab gar nicht gewusst, wo sie herkommen. Dass diese fiesen Kristalle aus den ruhelosen Ruinen stammen. Ja, das stimmt. Die ruhelosen Ruinen sind ein alter Friedhof für Roboter. Es heißt, die dort begrabenen Roboter wurden einst von versteinerter Finsternis angetrieben. Und dass diese fiesen Kristalle dort immer noch vergraben sind. Ah ja. Das muss der Ort sein. Flynn und ich sind bereit, sobald du es bist, Skylander. Okay, dann mal los, ne? Ja. Ne, oder nicht? Willst du noch machen? Ja, machen wir. Ja, könnte ja sein können, dass du nicht bereit bist. Ach. Da, die Ausgrabungsstätte, von der Snagglescale uns erzählt hat. Oh, ich hoffe, die Skylander können denjenigen aufhalten, der dahinter steht. Warum sieht das immer gleich aus? Das verstehe ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Immer so ein bisschen Inka hier, ein bisschen Schwebeinsel da. Erklär mir mal, warum der Flynn da mit muss. Weil die fliegen und der Pilot ist. Ah, zu wahr. Aber ich erzähle dir jetzt mal ein kleines Geheimnis, Tess. Weißt du, warum ich nie wirklich richtig überrascht bin? Weil ich alles schon gesehen habe. Oh Gott. Das klingt logisch. Da ist der Wahnsinn, der Kerl. Wir müssen überlegen, wie wir sie davon abhalten können, mit diesen Teilen mehr Fisinatoren zu bauen. Hast du eine Idee, Flynn? Kein Problemo, denn jetzt kommt... Der Affe. Der Affe. Ganz recht. Der Affe. Einen Affen erwarten die nie. Das Was bitte? Das macht keinen Sinn. Macht's auch nicht. Weil du hast ja auch einen Chicken auf dem Kopf. Ja. Macht auch keinen Sinn. Sonst wäre der im Erdboden verstecke. Ich hasse es, dass man miteinander verbunden ist. Ja.
Ja, das nervt mich schon. Okay. Ich würde gern schon weiterlaufen, du kannst hier gucken, wie du willst. Mhm. Alter.